Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kurzen Update von mir. Heute berichte ich ein bisschen, wie die Zeit im Wochenbett war, wie es mir geht als Neumama, beantworte einige Fragen, die mir gestellt wurden, auch in Bezug auf den Kanal und ja, erzähle allgemein, wie es so geht. Auch heute mal ohne meinen Mann, das ist noch komisch, das zu sagen. Also wir sind ja tatsächlich jetzt verheiratet, für die, die anderen Videos nicht gesehen haben. Und ja, vielleicht starte ich mal mit der Frage, wie es jetzt auf dem Kanal weitergeht, weil ja, ich habe den Kanal damals gestartet, um über meine Essstörung damals zu berichten, dann über Depressionen, Borderline, Klinikerfahrung, irgendwann dann über CFS, Anthony William Ernährung und zum Schluss über die Schwangerschaft. Und ich bekomme oft die Frage, um was es denn jetzt hier geht. Und ich muss sagen, ich habe mich da noch nicht festgelegt, ich weiß es nicht. Auch Thema Ernährungsberatung habe ich einige Fragen bekommen und ja, ich werde mit Sicherheit zu allem mal ein Video machen, kann das aber einfach irgendwie nicht sagen. Ich bin ein chaotischer Mensch, ich habe viele Interessen, viele Themen und dementsprechend wird es hier wahrscheinlich erstmal bunt weitergehen und vielleicht mache ich zu irgendeinem Thema noch einen Zweitkanal. Da gibt es tatsächlich einiges, was mich derzeit beschäftigt. Genau, zum Thema Wochenbett. Das ist jetzt ganz gut verlaufen, also für die, die das Thema Schwangerschaft, Muttersein interessiert. Wochenschluss hat bei mir tatsächlich 7,5 Wochen gedauert, lag daran, dass die Geburt ja relativ schwer war und ich ziemlich starke Verletzungen hatte und mich am Anfang auch nicht ausgeruht habe, also wenig gelegen habe im Wochenbett, es mir körperlich auch nicht gut ging und ich am Anfang viel in die Klinik gelaufen bin, was man ja nicht machen soll und ja, jetzt hatte ich aber letzte Woche meine Abschlussuntersuchung bei der Frauenärztin. Die Nähte sind soweit gut verheilt, wie gesagt, der Wochenschluss ist jetzt auch rum, ich darf wieder baden. Sex ist wieder erlaubt, diese ganzen Sachen, wo man da Einschränkungen hatte. Genau, das geht alles wieder. Einzig bei der Untersuchung, das war noch sehr unangenehm und vaginal bin ich noch geschwollen, weil ich auch hochgerissen bin bis zum Muttermund. Auf das Thema Geburtsverletzung gehe ich auch nochmal ein, genauso wie auf das Thema Stillen, das wurde sich gewünscht. Das kommt. Ich muss nur sagen, insgesamt bin ich schon ziemlich so am Limit, was meine Kraft angeht und meine Energie, weil natürlich die Nächte manchmal anstrengend sind, obwohl der Kleine einen guten Rhythmus hat. Also der wacht meistens auf um ja, zwischen 0 und 1 und dann nochmal so um ja, zwischen 3 und 5, würde ich sagen. Also es geht, es ist durchaus machbar. So gesehen habe ich ja 3 Stunden dazwischen. Und kann auch ein bisschen Schlaf finden. Trotzdem, wenn man dann wickelt und stillt, dann ist man dann doch irgendwie wach und morgens müde. Und das habe ich noch nicht so ganz raus, wie ich dann meine Kräfte einteile. Zum anderen habe ich ja meine Wohnung aufgekündigt und muss die jetzt bis diesen Monat, Ende diesen Monat fertig bekommen. Und da waren wir dann immer am Hin- und Herfahren und am Packen. Und das Ganze kam dann quasi noch ins Wochenbett jetzt mit dazu, was schon anstrengend war und wo ich gemerkt habe, ich habe nicht so die Kapazität, jetzt noch einzelne Videos zu machen. Zum Thema Borderline habe ich viele Fragen bekommen, auch da in dem Bereich zum Thema Coaching und aber auch zum Thema Ernährungsberatung. Und ja, wie gesagt, ich habe da jetzt mich noch gar nicht festgelegt. In erster Linie bin ich gerade erstmal Mama und hoffe, dass ich diesen Job einigermaßen sehr gut hinbekomme, also dass der Kleine glücklich und zufrieden ist. Das scheint so. Die Hebammenbetreuung hat jetzt ja auch geendet, weil da auch eine Frage kam. Die hat uns quasi die ersten 8 Wochen begleitet, aber die letzten 4 Wochen nur noch alle 2 Wochen, also ein Termin, weil es einfach so gut läuft. Der Kleine wiegt jetzt schon über 6 Kilo, also hat er 3 Kilo zugenommen in 8 Wochen, das ist viel. Und also fast, nicht ganz. Dem geht's gut. Wir können ihn auch so gut lesen, sage ich jetzt mal so. Also wir haben wirklich, man sagt ja, das ist ein Anfängerbaby, wenn man ganz gut klarkommt und gut zurechtkommt. Und die Hebamme meinte auch, es läuft super. Das freut uns natürlich, dass wir da keine weiteren Probleme haben. Die ganzen U-Untersuchungen bis jetzt waren auch super. Und ja, nächste Woche haben wir tatsächlich unseren ersten Impftermin, weil ich da auch eine Frage bekommen habe. Ich sage, wie gesagt, nicht, was wir alles impfen lassen. Wir werden nicht alles machen, was sozusagen angeboten wird. Da haben wir uns über die einzelnen Krankheiten informiert und treffen da halt eine individuelle Entscheidung. Trotzdem bin ich halt weder komplett gegen Impfen noch so richtig dafür, weiß aber auch um die Nebenwirkungen Bescheid. Also ich glaube, die Leute wissen, die mich verfolgen. Ich habe mich noch nicht gegen Corona impfen lassen und Anthony William Ernährung und Entgiftung und Schwermetalle und alles, was damit reinspielt. Da bin ich nach wie vor im Thema.
Und ja, informiere mich da einfach sehr genau. Aber es geht ja, wie gesagt, nicht um meinen Körper, sondern um den von meinem Kind. Und das Ganze macht es für mich nochmal viel, viel wichtiger und ja, hat auch nochmal eine andere Bedeutung. Ich bespreche das, wie gesagt, mit meinem Partner zusammen. Und dann treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Ja, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Partnerschaft bekommen, wie das sich denn auswirkt oder wie die Betreuungszeiten so sind, wie wir uns aufteilen. Und im Wochenbett war es so, dass mein Partner den kompletten Haushalt gemacht hat und gekocht hat und einkaufen war. Und ich halt den Kleinen hatte. Und er den morgens meistens dann noch so eine Stunde oder zwei genommen hat, damit ich mich fertig machen kann. Und so war die Aufteilung. Jetzt verschwimmt es mal. Also ich habe jetzt auch mal wieder gekocht oder mache auch mal was im Haushalt, weil ich das einfach auch wieder darf aufgrund der Narben, die gut verheilt sind. Das durfte ich ja vorher nicht. Also ich sollte mich dann wirklich ausruhen, außer den Kleinen zu versorgen. Und dementsprechend kann ich da jetzt auch wieder mehr machen. Und ansonsten ist es so, dass er halt viel Sachen trägt in der Wohnung, ich die zusammenpacke, weil natürlich nach einer Geburt soll man nicht schwer tragen. Und ich muss sagen, dass es mir körperlich, dass ich auch nicht wieder auf dem Stand bin von vor der Geburt. Also ich bin im Moment viel zu dünn, ich habe wenig Muskulatur, da arbeite ich jetzt gerade dran, dass ich das wieder ein bisschen aufbaue. Ich habe jetzt auch mit so kleinen Rückbildungsworkouts von Patricia Kraft begonnen. Das läuft ganz gut. Das habe ich vorher mit der Frauenärztin besprochen, wo ich ja dann letzte Woche die Abschlussuntersuchung hatte, also die Nachsorge nach der Geburt. Und ja, ist ja, wie gesagt, alles gut verheilt, außer vaginal noch ein bisschen geschwollen. Und was halt auffällig war, was mich auch so ein bisschen beunruhigt, nochmal kontrolliert werden muss, ich habe halt kleine Lymphknoten unter der Achsel, die jetzt aber nicht schlimm sind, also das muss nicht kontrolliert werden, aber ich habe sehr viel Wasser im Bauchraum um die Gebärmutter herum und sie hat mich gefragt, ich habe ja keine Bauch-OP gehabt, ob ich eine chronisch entzündliche Erkrankung hätte, weil das so aussieht und zum Beispiel meine Tante hat ja Morbus Crohn, meine Mutter hat auch, glaube ich, chronisch entzündliche Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung und das liegt jetzt so ein bisschen in der Familie. Versuche jetzt mir da erstmal keine Sorgen zu machen, dass es jetzt wieder irgendein Entzündungsschub ist, muss ich sagen, obwohl ich halt auch vermehrt wieder Kopfschmerzen, so Migräne hatte, was aber glaube ich am Schlafmangel gelegen hat. Und ja, das wird dann einfach in 6 Wochen nochmal kontrolliert und ich hoffe, dass da nichts weiter ist, weil ja, die Leute, die mich länger verfolgen, jetzt aufgrund von CFS, die wissen ja vielleicht auch, dass ich vor 2, 3 Jahren beim MRT war wegen Unterbauchschmerzen und da wurde auch ein bisschen Wasser festgestellt. Kann halt sein, dass man chronische Entzündung im Bauchraum hat und ich hatte halt da, ja, damals wurde nichts diagnostiziert und mir wurde gesagt, das kann man nur durch eine Bauchspiegelung machen und das würde ich sehr gerne vermeiden, weil ich jetzt keine großen Schmerzen oder Beschwerden habe. Es geht mir soweit eigentlich ganz gut. Ich hatte aber nach der Geburt selbst so ein bisschen Darmprobleme tatsächlich, vielleicht auch aufgrund von der Antibiose, also dass ich wirklich irgendwie 10 Mal am Tag auf Toilette konnte und nichts drinne geblieben oder bis ich gefühlt habe, das, was ich gegessen habe, ist quasi unten unverdaut rausgekommen. Ja, weiß ich nicht, woran das jetzt genau lag. Jetzt ist es aber wieder besser und es geht mir auch wieder besser, aber an der Körpersubstanz möchte ich auf jeden Fall arbeiten, weil ich brauche auch Kraft. Für den Kleinen. Genau, und ansonsten muss ich sagen, durch diese Mehrbelastung, durch den Umzug und die Wohnung und das neue Elternsein hatten wir schon auch ein paar Konflikte in der Partnerschaft, dass wir uns öfter gestritten haben, was natürlich auch eine Belastung war. Und ja, dieser Umzug ist ja auch schwierig, muss man sagen. Aber insgesamt kriegen wir das gut hin, weil wir immer im Austausch sind, immer drüber sprechen und ja, uns auch als Team verstehen und als kleine Familie. Und ja, von daher bin ich ganz optimistisch, dass es auch gut weitergeht. Nächsten Monat arbeitet mein Partner wieder, dann bin ich ganz alleine. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so läuft. Und ansonsten, wie es mir geht, sozusagen als Neumama, ist schwer zu sagen. Also zum einen genieße ich die Zeit mit meinem Sohn, muss ich sagen, und finde das total schön, auch als kleine Familie. Und zum anderen fühle ich mich manchmal schon so eingeschränkt oder so, muss ich auch zugeben. Also zum Beispiel durch das Stillen. Ich war mal einmal alleine draußen, dann kam ich wieder, dann hat er schon nur geschrien. Klar kann man auch dann
Muttermilch auftauen. Also dadurch, dass ich zu viel Milch habe, habe ich immer was eingefroren, wenn ich zu viel hatte damals. Ja, aber man ist schon sehr angebunden und wenn man irgendwo hinfährt, dann dauert alles länger und ist alles anstrengender mit so einem kleinen Kind. Das habe ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Finde es aber auch nicht schlimm, weil das ja eine begrenzte Zeit ist. Also die Kinder werden ja immer selbstständiger, je älter sie werden. Und gerade ist es halt so, dass man als Mama schon sehr angebunden ist und jetzt nicht so viel Freiheiten hat, zum Beispiel wie mein Mann, der dann öfter mal sagt, ja, ich fahre jetzt zum Sport oder ich gehe jetzt nochmal raus oder so. Und ja, ich bin die meiste Zeit halt schon zu Hause, mal gehe ich mit dem Kinderwagen raus, aber das ist ein bisschen blöd bei uns, weil der im Kofferraum des Autos ist und wenn er mit dem Auto weg ist, dann kann ich nicht an den Kinderwagen und versuche es jetzt mit dem Tragetuch und ja, das sind alles so Sachen, wo ich das mir noch ein bisschen anders wünsche. Genau, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Mensch, der nur zu Hause sein möchte. Ich bin durch die Zeit von CFS und auch die Schwangerschaft, wo ich nur liegen durfte, habe ich schon Bock, jetzt was zu unternehmen. Also jetzt nichts Großes, aber einfach rauszugehen und nicht nur Zeit in der Wohnung zu verbringen. Also wir gehen schon jeden Tag raus, aber ja, so diese Flexibilität, die ist einfach nicht da. Und das vermisse ich schon manchmal, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz liebe ich den Kleinen, ne? Also das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich finde, das darf man ja auch ehrlich sagen, wo man so Einschränkungen spürt oder wo man halt merkt, dass einen das vielleicht auch manchmal ein bisschen traurig macht oder so, wenn man da so quasi die, wenn man das möchte, Schattenseiten oder sowas von sieht. Genau, aber insgesamt geht es mir sehr gut. Wie gesagt, mit dem Stillen, das klappt auch. Da kommt dann nochmal ein einzelnes Video zu, wurde sich auch gewünscht. Habt ein bisschen Verständnis, dass es gerade ein bisschen dauert, weil wir wirklich immer beschäftigt sind. Also man könnte ja denken, ja, du bist ja jetzt auch immer noch nur zu Hause, betreust halt nur das Kind, was auch ehrlich gesagt viel Arbeit ist. Manchmal, je nachdem, weil er nicht viel schläft an manchen Tagen. Und ja, die Wohnung und der Umzug und Einrichten, Ausmisten, das ist schon ordentlich. Und ich habe da geplant, wahrscheinlich eine Reihe über meine Tagebücher zu machen, weil im Austausch mit meinem Freund darüber, was weggeschmissen werden muss und was nicht. Und dann habe ich so ein bisschen in den Tagebüchern rumgelesen und vorgelesen, habe ich mir gedacht, entweder schreibe ich wirklich ein Buch, weil ich glaube, da steht so viel drin zum Thema Quiet Borderline-Symptome, Essstörungssymptome, Depressionen. Auch vielleicht, wie ich da rausgefunden habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Menschen eventuell wirklich helfen könnte, meine Gedanken zu hören. Einfach, dass man weiß, man ist damit nicht so alleine. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Niveau als jetzt meine anderen Videos, weil das tatsächlich meine Gedanken von früher sind. So wie Gedanken wie, ich will dieses Leben einfach nicht oder das Leben ist eine Qual oder wie ich es empfunden habe, dass ich mich ausgeschlossen gefühlt habe von der Gesellschaft oder soziale Isolation Themen oder einfach ja, dass ich mich nichts getraut habe und teilweise paranoides Denken hatte und all sowas. Ich glaube, das könnte für viele interessant sein. Und jetzt höre ich den Kleinen schreien, deswegen sage ich jetzt erstmal danke fürs Zusehen bis hierher. Das war ein kurzes Update und ich gehe jetzt stillen. Ciao, bis dann.